Planmäßig wird in diesem Jahr die Bootssaison in Zwickau am kommenden Wochenende eröffnet. Ab dem 1. Juni bis zum 31. August stehen dann wieder täglich, außer montags, die Ruder- und Tretboote für den Fahrspaß auf dem Wasser zur Verfügung. Am Samstag, dem 10. Juni, bleibt die Bootsstation aufgrund des Drachenbootrennens geschlossen. Um Ihnen einen kleinen Vorgeschmack zu geben, haben wir den Beitrag aus dem letzten Jahr aus unserem Archiv gekramt. Lachen ist dabei ausdrücklich erlaubt. Bei unserem Eintreffen an der Bootsstation herrschte reges Treiben. Mitarbeiter der Stadtverwaltung waren gerade dabei, die dort beheimateten Ziegen einzufangen. Hintergrund war, dass sie entwurmt und geimpft werden mussten. Dann haben wir uns der eigentlichen Sache gewidmet, wegen der wir an den altehrwürdigen Schwanenteich gekommen waren. Eine Seepartie ist lustig, eine Seepartie ist schön. Ja, da kann man unsere Leute an der Reling kotzen sehen. Hey. Hey. Ja, liebe Zuschauer, wir haben uns heute mal auf dem Schwanenteich gewagt. Hintergrund ist, dass letzte Woche hier die Bootssaison eröffnet wurde. Also es liegen hier 10 Ruderboote, eins haben wir uns heute geschnappt. Dann gibt es noch die Schwäne und natürlich traditionell die Tretboote. Dann haben wir den Spieß einmal umgedreht und unserem Kameramann das Ruder übergeben. Jetzt haben wir mal die Kameraposition gewechselt. Also ich darf sie halten und Hans rudert. Also Sie merken schon, hier hat jemand richtig Power und der es gelernt hat. Hans, wie ist es? Es ist toll, kann man öfters machen. Also sollten wir die Gäste der Stadt und die Zwickauer einladen, einfach hier mal am Schwanenteich vorbeizukommen. Die Nutzungszeit für die Boote beträgt mindestens 30 Minuten. Die letzte Ausgabe ist um 18 Uhr bzw. um 18.30 Uhr. Für uns war der Besuch gestern eine willkommene Abwechslung und wir hatten richtig Spaß. Ein lieber Dank an die Mitarbeiter vor Ort, dass wir außerhalb der offiziellen Öffnungszeit dieses tolle Angebot nutzen durften. Frau mit sich genommen, Kinder bringt der Weihnachtsmann.